Hallo und herzlich willkommen auf Moxgau, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Endlich ist es angekommen. Ich hatte euch ja schon vor ein paar Tagen in dem Video zum Heiligabend davon in Kenntnis gesetzt, dass mich DPD ein bisschen hinters Licht geführt hat, kann man ja freundlich sagen, mit der Zustellung dieses schönen Sets. Ich habe ja erstmal gar nicht mehr dran geglaubt, dass ich es kriege. Es lag ja etliche Tage im Depot, ging nicht vor, nicht zurück. Etliche Anrufe beim Lego-Kundenservice haben auch nichts gebracht. DPD erreicht ihr sowieso nicht, das heißt, dann wird weitergeleitet. Jetzt ist es aber endlich da und es wurde nicht geklaut. Das war ja meine Mutmaßung in meinem ersten Video, dass es vielleicht geklaut worden ist. Nein, es wurde nicht geklaut, das war eine Vermutung, die sich nicht bestätigt hat. Es ist da, aber warum es sich verzögert hat, das weiß keiner. Ich hatte zwischendrin auch die zwei chinesischen Neujahrssets bestellt bei Lego. Die waren innerhalb von einem Tag da, aber das hier hat knapp 2 Wochen gebraucht. Ja, also das ist manchmal ein Mysterium, aber wir sind dankbar, dass es da ist. Und wir machen heute ein kleines Unboxing. Ich weiß nicht allzu viel über das Set. Ich habe nur gesehen, oh, da gibt es eine Burg. Die finde ich toll, die finde ich interessant. Schnell zuschlagen. Und nachdem ja das Castle Löwenstein bei mir irgendwie vorbeigegangen ist und es mich schon ein bisschen geärgert hat, vor allem kommt man ja auch kaum mehr zu einem vernünftigen Preis dran, habe ich gedacht, diesmal muss ich mal schnell sein. Und ich war nicht so ein unsozialer Mitmensch und habe 5 Stück bestellt, sondern ich habe 1 bestellt. Ja. Und das ist jetzt endlich angekommen. Übrigens waren die Dinger innerhalb von 20 Minuten vergriffen. Es gab ja dann irgendwie noch mal ein paar mehr hinten raus, aber ich glaube 5000 waren innerhalb von 20 Minuten vergriffen. Und irgendwie so, hallo Lego, Burgen interessieren ganz viele Leute. Warum bringt ihr keine Burgen raus? Oder, ja gut, die eine, die wir haben, die mittelalterliche Burg, die ist ja auch inzwischen auf den besten Listen der Sets vom Jahr 2021. Ist sie drauf, ja, wundert natürlich niemanden. Es gibt einen Haufen Unkenrufe, aber das Ding ist natürlich trotzdem toll. Man kann viele Sachen draus bauen, auch andere Sachen, wenn einem das nicht gefällt. Also wir brauchen Burgen und wir brauchen auch solche Burgen. Das ist hier natürlich ein Fanprojekt, inspiriert aus den Forestman-Sets, der, ich meine, 90er. Wie gesagt, ich bin nicht so firm in den alten Sets. Das tut mir auch nicht weh. Ich habe in der Zeit schon mit Lego gespielt, aber ich finde ehrlich gesagt die modernen Sets einfach viel, viel interessanter. Ja, also das ist vom Designer Powok. Das ist ein ganz interessanter Name. Ihr müsst einfach mal im Namen von Powok in der Mitte einen Spiegelstrich ziehen. Da wisst ihr, warum er sich vielleicht so nennt. Ja, das ist ganz witzig. Und der hat übrigens auch auf Rebrickable ein Mock rausgebracht. Das hatte das ist ein Mock aus dem Haunted House. Da hatte ein Blessed House eine Kirche draus gemacht. Auch sehr spannend. Kommt sicherlich auch irgendwann nochmal auf dem Kanal. Auf jeden Fall ist das sein Bricklink Designer Programmset, was sich durchgesetzt hat. Finde ich sehr, sehr cool. Das hat übrigens Aufkleber, also alles, was ihr hier an scheinbaren Prints seht, sind Aufkleber. In diesem Set sind keine Teile drin, die extra für dieses Set erstellt worden sind. Zumindest nicht meines Wissens. Das sind alles ganz normale, reguläre Teile, die Lego sowieso produziert. Und das ist von Lego produziert, das Set. Das wurde bei Lego produziert, deswegen lief auch der Versand über die Lego-Website. Allerdings, laut meinen Kontakten zum Lego-Kundenservice, war das schon irgendwie so ein bisschen eine externe Geschichte, denn Lego kann da und konnte da nicht so richtig eingreifen. Also wurde irgendwie über Lego abgewickelt. Wie genau, interessiert keinen. Was jetzt aber interessiert, ist, was ist da drin? Und ich werde jetzt tatsächlich das Siegel brechen, denn das schöne Teil, wir drehen es mal um, ja, hat ein Siegel hier hinten. Ihr seht es glitzern und blinken. Und ich könnte das Teil jetzt natürlich auf eBay verkloppen für, keine Ahnung, 300-400 €. Kein Interesse. Ich will reingucken und ich werde es auf jeden Fall bauen. Was ich danach damit mache, weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr sagt, ich brauche das unbedingt und ich bezahle dir einen vernünftigen Preis, dann gebe ich es wahrscheinlich auch weiter. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich mit dem Teil mache. Es ist irgendwie erstaunlich. Ich bin großer Burgenfan, aber ich habe es dann gesehen und habe so gedacht, so auf den zweiten Blick, als ich es dann hier stehen hatte, ja, ganz nett, aber irgendwie haut es mich nicht so vom Hocker, wie ich gedacht habe. Aber vielleicht ist das ja auch anders, wenn ich es gebaut habe. Bestimmt, ja. Also, ich werde jetzt mal das Siegel brechen mit euch zusammen. Das ist hier so halb geplant, halb ungeplant. Wir gucken einfach mal, was passiert und ich lasse mich überraschen. Wenn ich mich verhasple in dem Video, dann ist es halt so. Vielleicht schneide ich es raus oder auch nicht. Mal gucken. Also, hier seht ihr, das hat diese typischen Lego-Siegel. Hier 1, 2 Stück. Und es hat nochmal dieses Bricklink-Siegel. Jetzt müssen wir mal gucken, seht ihr das? Ja, wobei es verkehrt rum ist. Also nochmal von hier. Das ist das Bricklink-Designer-Programm. Gucken wir mal. Ja, man sieht so ein bisschen. Ja, hier sieht man es vielleicht besser. Genau. Und
das ist hier quasi auch ungeöffnet. So, also, wir machen das jetzt mal auf mit meinem Taschenmesserchen. Ich mache das natürlich hier vorsichtig. Und das Schöne ist an dem Set, dass das hier nicht so eine typische Lego-Box ist, die danach irgendwie so halb kaputt ist, sondern man kann das hier, genau, aufklappen, Bricklink Designer Programm. Und dann gucken wir mal, was uns da drin erwartet. Also, uns erwartet hier ein Zettel um eine Karte. Auf dieser Karte steht drauf, was für eine Nummer das Set hat. 910001. Und was ich schon wusste, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, das Ding hat keine gedruckte Anleitung. Das hätte wahrscheinlich die Kosten noch weiter nach oben getrieben. Und ich sag mal so, wir bauen natürlich alle sehr gerne auch unsere Mocs mit digitalen Anleitungen. Aber ich finde, wenn man so ein Premium-Produkt hat, hätte man gerne eine gedruckte Anleitung. Ich habe zum Beispiel für viele meiner Mocs auch die Anleitung gedruckt, weil ich es für mich einfach schön finde, mit so einem Ringbuch so ein Set zu bauen ohne Bildschirm. Das hat einfach nochmal was anderes. Finde ich ein bisschen schade. So, jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Ich werde heute keine Tüten aufschneiden. Wir leeren jetzt mal aus, was hier drin ist. Und ihr seht ganz viele nummerierte Tüten, wie üblich bei Lego. Wir sind also noch nicht bei den Papiertüten angekommen. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal diesen Karton hier, ich stelle ihn hier irgendwo hin. Ich glaube, ich stelle ihn auf den Boden tatsächlich. Denn ich werde die Tüten hier jetzt angucken mit euch zusammen und dann versenken in den Karton wieder. Also, wir suchen jetzt mal hier nicht chronologisch durch, sondern wir gucken mal, was wir hier so alles finden. Hier sind die ganzen Torsos drin von den Figuren. Ich werde jetzt nicht durchgehen nach den interessanten Steinen, weil de facto gibt es hier kaum interessante Steine. Das sind einfach alles Steine, die ihr schon von Lego-Sets kennt. Also, hier sind die typischen Burgsteine und ich sag mal so, dieses Set ist alleine deswegen lohnend, weil man es ausschlachten könnte. Klar, man könnte es jetzt auch gewinnbringend verkaufen, aber wir wollen ja Lego bauen, wir wollen ja nicht Geld machen. So, also, hier seht ihr zum Beispiel einfach, wie das Ganze hier farblich zusammengestellt ist. Light Dark Bluish Gray, Dark Tan, ein bisschen hier Azur. Ach, hier haben wir einen Teiletrenner in Turquoise. Das ist schön, das gefällt mir gut. So, was haben wir noch? Wir haben, das habe ich schon gesehen, irgendwo Aufkleber. Wir müssen mal die Aufkleber suchen, denn dann können wir sehen, wie das sich dann auch hier einfügt. Ich weiß gar nicht, wo die Aufkleber sein müssten. Ich hoffe, sie sind mir jetzt nicht entgangen. Doch, hier sind sie. Jetzt, also, sie sind mir nicht entgangen. Also, hier sind die Aufkleber. Also, das sind die Schilde. Und auf eine Fahne gehören hier offensichtlich diese Falken, blauen Falken, Wappen noch drauf. Diese Nummer 2 gehört, glaube ich, als Bild irgendwo in die Burg, habe ich gesehen. Und dann steht hier Anno 1516. Auch sehr schön. Ich werde übrigens die Aufkleber nicht draufkleben, weil ich werde es wahrscheinlich weitergeben, das Set, und dann kann das derjenige machen, der das dann als Liebhaberstück sich irgendwo hinstellt. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, was ich damit mache. Vielleicht bin ich danach auch so begeistert, dass ich es stehen lasse oder so begeistert, dass ich es ausschlachte, wer weiß. Keine Ahnung, aber die Aufkleber mache ich auf jeden Fall nicht drauf. Was aber interessant ist, die Aufkleber gehören sozusagen auf Blankoschilde. Das heißt, dieses Set enthält Blankoschilde. Ich weiß nicht, ob das ein Teil ist, was schon viel aufgetaucht ist. Blankoschilde sind aber auf jeden Fall interessant. Da kann man ja dann zum Beispiel auch die ganz anders nutzen, einfach wenn man die Form schön findet. So, was haben wir hier noch? Ah, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen oder gehabt. Hier so ein weißes Bändel, eine weiße Schnur mit diesen Clips. Das kenne ich aus dem Ninjago-Schiff. Drachensegler oder so hieß es, glaube ich. Das ist ganz schön, ist aber auch kein seltenes Teil. Hier in Dark Orange so ein Elefantenrüssel, auch ganz interessant. Aber so die Farbgebung, würde ich sagen, ist halt einfach irgendwie voll nutzbar. Es gibt offensichtlich hier keine unsinnigen Farben. Also ich habe noch keine gesehen. Sehr schön hier auch einiges an Dark Orange Tiles hier drin. Die Fähnchen sind natürlich toll, die alten Fähnchen. Wie haben wir sie geliebt in unserer Kindheit? Und ich bin dann auch irgendwann drauf gekommen, hatte dann das Aha-Erlebnis, dass es die ja in zwei Varianten gibt. Einmal in der Schwingung in die eine Richtung und einmal in der Schwingung in die andere Richtung. Auch ein Fun-Fact, wenn man so will, aber natürlich nicht weiter wichtig. Hier ist noch eine weiße Kerze drin. Kerzenstück ist aber auch nichts Neues. Ah ja, hier ist noch ein Vogel, der schwirrt auch noch irgendwo rum. Grünzeug, aber es ist tatsächlich nichts in dem Sinne überwältigend anderes, überraschendes. Es ist einfach eine Ansammlung von Tüten. Es ist vielleicht ein bisschen lieblos für
so einen Premium-Set. Da hätte man sich irgendwie doch noch mehr gewünscht, so dieses Wow, wenn ich die Schachtel aufmache. Das haben wir hier so nicht. Es ist halt einfach eine Ansammlung von Lego-Tüten. Ne? So, hier haben wir dann nochmal eine Tüte mit größeren Teilen. Hier ist auch interessant, haben wir diese großen Baumstücke. Da sind, glaube ich, ein paar drin. Oder nur eins, ich weiß gar nicht. Hier nochmal einen Ugly Rock Piece, wobei ich ehrlich sagen muss, Leute, warum die Dinge Ugly Rock Pieces heißen, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Klar sind die nicht so schön, wenn sie nackig sind, aber ich finde die Teile super praktisch. Ja? Vor allem ist das viel günstiger, als das gleiche, die gleiche Größe aus Kleinteilen zu bauen. So, hier haben wir dann noch einen Gaul, den kennen wir irgendwie aus der mittelalterlichen Schmiede. Das ist, glaube ich, so wahrscheinlich genau der Gaul. Ja? Und noch die großen Platten hier extra natürlich. Das ist auch nicht überraschend. Ist so Lego-typisch. Also es ist so, wie man sich ein Lego-Set verpackt erwartet, mit den kleinen und den großen Tüten. Übrigens nochmal, vielleicht fällt denjenigen von euch, die sich ein bisschen abmühen mit dem Lego-Bauen, mit den Sets, die Teile nicht finden, fällt euch was auf, wenn ihr Lego-Sets anguckt, wie die verpackt sind. Kleine Tüte, große Tüte. Es ist nicht farblich sortiert und es ist absichtlich nicht farblich sortiert. Farbliche Sortierungen machen den Bau nicht schneller. Ihr könnt es natürlich so machen, aber schneller macht es das, wenn ihr nach Größen sortiert. Dann findet ihr die Teile viel besser, weil nämlich andere Farben besser kontrastieren. Also wenn ich einen Haufen kleine Teile habe und ich suche die roten, finde ich die roten viel schneller, als wenn ich alle roten zusammenschmeiße. Dann suche ich viel länger nach kleinen und großen Teilen. Es ist so. Ja? So, hier haben wir dann noch ein bisschen Personenzeug. Und ja, oh, wir haben verchromte Hüte. Das ist sehr schön. Hier seht ihr die. Verchromte Ritterhüte gefällt mir sehr gut. Auch hier diese Ritterhelme, seht ihr die hier? Genau, diesen richtigen vergitterten Ritterhelm, den finde ich, der wird viel zu wenig eingesetzt. Den kenne ich auch noch aus den 90ern. Der ist, ja, hier seht ihr den, der ist sehr cool. Auch hier der Druck auf dem Torso hier, sehr schöner Druck. Genau, und hier ist diese Fahne, wo ihr dann die Aufkleber draufkleben müsst, ja. Ist klar, dass man für ein so ein Set jetzt nicht einen Haufen neu bedruckte Teile einführt, das ist logisch. Das hier ist auch ein schönes Hoodie sozusagen, eine Kapuze in dunkelbraun, reddish brown, nicht dunkelbraun. Sehr, sehr schön. Man wünscht sich natürlich immer mehr Ritter. Dass in so einem Set immer dann nur so 2, 3, 4 Mannequin drin sind, finde ich irgendwie schade. Ich weiß nicht, warum Lego das bei den Burgensets nicht so macht, wie bei den chinesischen Neujahrssets, wo man dann so 10 Figuren kriegt, oder bei Ninjago. Ich verstehe nicht. Das wäre so viel cooler, wenn man eine Burg bespielen könnte mit 10, 20 Rittern. Das wäre es, ja. Also das ist so das Minimum, finde ich, wie man so coolen Ritter spielen kann. Ja? Deswegen sind die auch ständig auf Facebook und Co. Seht ihr denn die Bestellung, wo Leute dann die Ritter nachbestellen aus der mittelalterlichen Schmiede? Irgendwie so zu 50, 60, 70, ja. Logisch, klar. Wenn ich das Kleingeld dafür hätte, würde ich es auch machen. Ja? Also hier noch mehr Platten. Werft einfach einen Blick drauf hier. Das ist Standardzeug. Mit dem kann man alles machen. Ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es vermutlich relativ gut machbar sein müsste, aus diesen Teilen ein schönes anderes Burgmock zu bauen. Das sieht man einfach, wenn man die Teile sieht. Da sind ordentlich Bricks drin und es sind genug Plates drin. Das ist ja oft so ein bisschen, bei Sets, die haben zu wenig Bricks, dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Mocken. Da bin ich auf die Nase gefallen mit dem Piratenschiff aus der Creator 3 in 1 Serie. Das habe ich dann einfach aufgeben müssen. Es waren mir einfach zu wenig Bricks drin. So, was haben wir hier noch? Ja, diese schönen abgerundeten Fenster. Ganz viel Light Blue Gray, da knallt so richtig. Was noch? Was noch? Was noch? Arches, aber jetzt nicht so viele. Gucken wir mal, den einen oder anderen großen Brick gibt es auch. Ja? Hier einen 2x8er. Ja, es ist ein 2x8er, genau. Der ist sehr schön. Große Slopes seht ihr hier auch. Also das ist alles schönes Material. Es ist inzwischen, glaube ich, auch eine Teileliste online, mindestens auf Rebrickable. Ich bewege mich inzwischen viel mehr auf Rebrickable als auf Bricklink. Finde ich die für mich bessere Website. Und es ist auch viel mehr Auswahl an also es gibt einfach die Mocs, ja. Klar, Mocs, Mocsguard, ja. Logisch. So, also. Bisschen Kleinzeug hier noch, goldene Kelche und so. Ja, es ist, irgendwie wirkt jede Tüte so ähnlich von der Farbzusammenstellung. Da ist ein bisschen mehr Grün drin, da ein bisschen mehr Blau. Aber alles sehr, sehr mittelalterburgelig hier. Also, noch mehr Arches. Ja, genau. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Besonderes finden. Wir finden hier noch einen weiteren Helm und einen Bogen. Also es gibt doch nicht nur einen verchromten Helm. Das finde ich sehr schön.
gefällt mir gut. Also vielleicht kommt ja dann irgendwann mal so eine kleine Ritterarmee bei mir zustande, so aus vielleicht 20, 30 Figuren aus den ganzen Sets, die ich ausgeschlachtet habe. Das müsste ich dann mal irgendwann noch zusammentragen. So, ein paar Blätter sind hier noch drin. Also hier ist auch mal noch eine kleine Tüte in der großen Tüte drin. Seht ihr hier? Ja, auch noch mal ein großer Brick ist da drin. So, noch ein bisschen Tan ist hier tatsächlich. Also hier in der Tüte haben wir noch Tan und wir haben noch einen bedruckten Schild. Sehen wir hier noch. Ja, da. Seht ihr den bedruckten Falkenschild? Den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen dieses Jahr. Und dann Arches in Tan. Ah ja, hier gibt es dann noch ein paar Spießchen und Fähnchen in Gelb und in Rot. Tolle Farben, gefällt mir gut. Muss ich nochmal drauf gucken. Genau, das sind die Farben hier von den Rittern sind Rot und Gelb. Ja. Blau, meine ich, hatten wir dieses Jahr schon. Ich weiß nicht, ob die mittelalterliche Burg Blau hatte. Ich meine, sie hatte Blau. Dadurch hätten wir jetzt dieses Jahr Rot, Gelb und Blau. Das heißt, die werden produziert. Da hat man eine schöne Auswahl. So, ja, hier Kleinzeug. Darf man einen kurzen Blick drauf. Sieht jetzt nicht so speziell aus. Was haben wir hier noch? Noch mehr Kleinzeug. Ach, eine Truhe ist auch drin. Klar, das ist gut. Wir brauchen eine Schatztruhe. Hier ist der Deckel der Schatztruhe. Super. Ja. Also ansonsten... Ah ja, doch. Eine ist noch interessant. Ein Teil ist noch interessant. Hier diese Schnur mit diesen grünen Halterungen, Bebeln. Und ein Baum. Oh ja, ein klassischer Baum. Das finde ich super. Der gefällt mir super. Ich stehe da voll drauf auf die klassischen Bäume. Die finde ich toll. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, ich weiß, aber das ist so dieser Retro-Touch. Ja, das ist wahrscheinlich auch deswegen drin. So, was haben wir noch? Genau, hier war die Schatztruhe drin. Slope. Ja, nichts Neues. Ich weiß, euch wird das Rascheln nerven. Tut mir leid, aber ich wollte es jetzt nicht alle aufreißen. Dadurch hätte ich jetzt eher noch mehr geraschelt. So, was noch? Brackets, große Bricks. Ah, noch ein 2x10er. So, auf den ersten Blick hier. Das ist kein 8er mehr, das ist ein 10er. Und, zwei Stück davon. Ja. Also die großen Bricks, die sind auch nicht unbedingt so häufig. Je nach Farbe. Ich meine, Dark Blush Gray oder Light Blush Gray sind 2x10, das ist, glaube ich, relativ teuer. Ich meine, es ist der Dark Blush Gray. So, dann gibt es hier noch ein bisschen... Ah ja, es gibt sogar die ein oder andere Pentagonal Tile hier. Sehr gut, die ist auch zu sehen, genau an den Zinnen der Burg. Das hat er sozusagen optisch gemein hier in dem Set mit der mittelalterlichen Burg. So, die gibt es auch noch in Dunkelblau. Auch sehr schön hier, kennen wir auch von der mittelalterlichen Schmiede. Also alles in allem ist das hier eine schöne Zusammenstellung an Teilen für eine Burg. Also da juckt es mich schon für einen Burgmock. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, das Set zu halten. Wäre eine Option. Hier auch sehr schön nochmal diese runden Fenster. Hier diese Holztüren, was ein bisschen schade ist, dass man die nur als Drehmechanismus hat. Das wäre irgendwie cool, die als richtigen Türmechanismus zu haben. Das wäre elegant. Genau, so. So viel dazu. Übrigens, warum auch Rebrickable sehr geschickt ist. Ich weiß, das ist Arbeit, da werden manche von euch stöhnen. Aber wenn ihr da mal eure Teile einpflegt, und ich weiß, es ist Arbeit, dann habt ihr den riesen Vorteil, dass ihr genau wisst, was ihr mit den Teilen bauen könnt. Deswegen ist Rebrickable cool. Also hier nochmal diese Karte. Es ist keine Anleitung drin. Die Anleitung müsst ihr euch runterladen. Die gibt es bei Lego. Kann jeder runterladen, muss man sich nicht irgendwie anmelden dafür. Bin ich ganz dankbar dafür, weil ich bin ja so ein App-Gegner. Die mich ein bisschen länger schon verfolgen, wissen das. Also ich werde das Ding natürlich bauen, werde euch das Ergebnis nicht vorenthalten und meine Meinung dazu. Und hoffe, ihr bezahlt nicht die absurden Mondpreise, die gerade bei eBay aufgerufen werden. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Preise schon wieder ein bisschen sinken. Die waren schon höher, weil offensichtlich so viele Stückzahlen gekauft wurden, um sie wieder zu verkaufen. Also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ihr jetzt die Chance habt, das Ding für 300 Euro abzustauben, dann würde ich es machen, wenn ihr es unbedingt haben wollt, weil ich vermute, es wird nicht so viel günstiger werden. Aber es ist eine Vermutung. Also denke, 300 wäre auch ein... sagen wir mal, noch erträglicher Preis, wenn man es tatsächlich bauen will. Wenn ihr es sammeln wollt, mei, dann ist euch wahrscheinlich egal, wenn ihr darauf spekuliert, dass es in 10 Jahren noch mehr wert ist. Ist eine Möglichkeit. Ich halte nicht so viel davon, denn Lego ist zum Bauen da. Und ihr wisst ja, die braunen Steine, es kann sein, ihr habt den Set 10 Jahre lang irgendwo eingelagert. Ging mir zumindest mit dem alten Haunted House so. Da macht man es auf, brandneu, freut sich drauf und dann bröselt es einem entgegen, weil die braunen, die hell- und die dunkelbraunen Steine einfach kaputt gegangen sind. Und das ist dann sehr schade und vor allem für denjenigen, der sich dann doch nochmal irgendwann teuer kauft,
sehr, sehr ärgerlich, wenn das dann nicht bauen kann. Wenn zum Beispiel wie beim Haunted House die langen 1x10er oder 1x12er Plates in Dark Brown nicht mehr produziert werden. Also, so viel dazu. Genug Facts about Lego Sets und Meinung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schreibt mir unter das Video, was ihr denkt. Gebt mir den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir vielleicht sogar ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf meinem Kanal auf Moxcout.